Heidi ho, meine Amigos, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Architekt, die Design Base. Und heute lassen wir es mal ein bisschen hell werden. Ich habe auch da schon angefangen mit den Strahlern, und zwar an jeder Seite ein Stück. Und ja, schauen wir mal, wie sich das dann in der Dunkelheit macht. Ich weiß, wir haben ganz kurz noch in die Nacht eingeschaltet, aber wenn dann alles fertig ist, werden wir mal die Nacht richtig einschalten und mal schauen. Aber ich will generell die ganze Base etwas ausleuchten, und dazu, ich bin jetzt auf etwas noch drauf gekommen, das werde ich euch jetzt gleich zu Anfang zeigen. Und zwar, als ich jetzt wieder auf diese Map gejoint bin, war mein Generator und die Stromkabel weg, was wir das letzte Mal gemacht haben. Jetzt habe ich das Ganze neu gemacht und das Ganze aber etwas anders. Und zwar, ich bin mit dem Stromkabel direkt in den Boden gefahren. Ich fahre im Boden entlang bis da rein. Oh, es ist so hell. Bis da rein, und da komme ich wieder raus. Dann geht das die ganze Länge rum. Hier, 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 überall. Verdammt, verdammt. Also wir haben überall Strom. Und bis hier hinten hin. Also wir haben die ganze Bude vernetzt. Okay, jetzt, wie sieht's aus? Ja, da haben wir noch genug. Das sollte auch passen, oder? Wie viel haben wir denn da noch? Kurz ins Inventar schauen, kurz checken. Steckdosen haben wir da mehr. Na, das ist zu wenig. Aber ich glaube, das ist die Item. Die ID von den Steckdosen. Ne, das war der Stromverteiler. Also brauchen wir noch die Nummer vom Steckdosenzeug. So, 190 ist die Nummer von den Steckdosen. Zack, zack. Okay, und wir sind klar wieder überladen. Aber das ist jetzt egal, weil wir gehen jetzt einfach in den Ghost Mode. Und so habe ich auch die Leitung verlegt. Ich bin einfach in Ghost gegangen, und dann kann man ja unter den Boden rein. Und somit kann man unter dem Boden die Leitungen verlegen. Ist eigentlich ganz geil. Weil da kann man einfach richtig toll die Leitung machen und nicht so, ihr wisst schon. Wo kommen wir hier raus? Also eigentlich genau hier oben. Das passt. Dann machen wir hier die Steckdose hin. Nö, nicht ich. Dich brauche ich. Jetzt da vorne auch. Ist da die Wand, oder? Ja, das geht so nicht. Wir machen es hier. Yes. Und wir machen hier oben das Licht drauf. So. 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 Betriebsbereit und einschalten. Okay. Läuft. Jetzt schauen wir gleich weiter. Wo machen wir das nächste Licht? Ich würde fast sagen, hier im Eck, oder? Haben wir da irgendwo eine Stromleitung? Yes. Haben wir. Hier sind sie. Passt. Und wir bauen noch hier die Lampe ran. Zack, zack. Komm, 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 komm. So. Ja, ein Kabel wird natürlich raufgezogen, aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so ein weiter Weg. Das sieht dann nicht so blöd aus. Ah, wo machen wir denn das nächste? Hier die Ecke würde ich dann auslassen, weil es leuchtet ja eh ziemlich gut durch. Hier hinten wäre noch ganz gut, wenn wir da was machen könnten. Haben wir da unten so weit die Stromleitung? Nicht wirklich. Gut, hier blendet es eigentlich rum. Das geht noch. Aber wir haben hier genau drunter die Stromleitung. Dann würde ich sagen, wir machen auch hier eine Lampe ran. Immer, ne? Wirklich immer. Machen wir hier eine Lampe hin. Und zwar würde ich sagen, hier. Wir drehen die noch ein bisschen. Ja, ja. So, passt. Einschalten. Dann haben wir schon mal den ganzen Bereich abgedeckt. Da leuchtet eh die Mitte. Und da unten werden wir eher nichts haben. Ne, da haben wir nur einen Sand. Das heißt, da machen wir nichts. Es ist ja eigentlich hell genug. Aber die Leitung zieht eigentlich hier weiter nach vorne und ist ja eh im Gebäude. Das bedeutet, wir machen hier hinten noch ein Licht hin. So, dass nur möglich ist, ne? So, und rauf und da die Lampe hin. Komm schon, komm schon. Näher, 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 näher. Yes, passt. Und einmal Licht. Dann haben wir den Bereich auch beleuchtet. Das sollte eigentlich schon ausreichen.
Ja, das muss passen. Das muss passen. Ist eh schon ziemlich hell hier drinnen. Also die Lichter werden noch eingefärbt, damit sie dunkler sind. Weil wenn man die nicht einfärbt, ist es einfach nur bäh. Das ist einfach viel zu hell. Das blendet so und das kann nichts. Ja, ich habe jetzt auch das hier verlängert und die Platte liegt jetzt praktisch hier am Boden und nicht mehr oben drauf. Weil ein, zwei Leuten hat das nicht gefallen. Er spannt zwar jetzt die Kabel her, kann ich die noch etwas verlegen? Ja, müsste ich hier rüberfahren. Ist dann auch nicht so der Burner, ne? Aber wir hätten hier noch eine Möglichkeit, dass wir hier fahren und dass wir hier die Steckdose wegmachen. Denn dann sollte sich der Aufzug die Kabel von hier holen. Ohne Energie. Warum hast du keine Energie? Er sollte eigentlich... Was bist denn du überhaupt? Ah! Nee, der war falsch gesetzt. Also müssen wir doch hier... eine machen. Ja. Nützt jetzt eh nichts. Also auf jeden Fall... ohne Energie. Hallo, Frando. Lies dich an. Ja, wird er schon noch machen. Steckdose hat da. Das leuchtet hier und hier und hier. Hat die alte Steckdose hier? Hier geht doch gar keine. Hier geht gar keine. Also die Kabel sind irgendwie... naja, ist egal. Das wird dann schon. Also hier haben wir eine Steckdose, was ist genau drüber? Mitten im Raum. Das ist nicht so schön. Aber es leuchtet ja durch die Wand. Eigentlich sollte das alles hell beleuchtet sein. Was haben wir hier? Das ist genau der Eingangsbereich. Da werden wir wohl auch noch in den Ecken was platzieren. Bauen wir hier die... das gerade möglich ist, ne? Bauen wir hier die Steckdose und... hier, der Ghost Mode ist gar nicht so einfach. Und hier bauen wir die Lampe an. Zack, zack. Einschalten. Dann haben wir den Bereich und das machen wir hier auch noch, weil da sollte auch die Stromleitung drunter durchsausen. Das ist schön. Das ist schön. So, bam, bam. Okay, und die haben wir jetzt in der vorderen Ecke. Oder? Yes. Machen wir sie hier auch in die vordere Ecke. So, hier hin. Ein Stück. So. Und so. Okay. Einschalten. Dann haben wir eigentlich... oh, es blendet. Dann haben wir eigentlich den kompletten unteren Stock schon mal beleuchtet. Ich glaube, es müsste so reichen. Ja. Das. Da haben wir hier auch irgendwo eine Möglichkeit, dass wir hier noch eine Lampe setzen. Schauen wir mal, wo wir mit der Stromleitung sind. Ist hier, hier, hier. Geht hier rum. Ah, das ist nah. Das ist richtig nah. Das passt. Da setzen wir auch gleich noch eine Steckdose ran. Zack. Aber wir haben keine Lampen mehr. Egal. Setze ich da noch. Passt. Also der ganze untere Stock ist jetzt beleuchtet. Und im oberen Stock werden wir wohl hier innen fahren mit der Leitung. Da will ich gerne hier im Eckbereich eine Leitung raufziehen. Oder an der Außenwand. Das wäre auch noch möglich. Eine Leitung raufziehen und dann den oberen Stock noch ein bisschen ausleuchten. Wobei der obere Stock, ihr seht es jetzt schon, es blendet. Ich glaube fast schon, wir können aufs Licht verzichten. Dann könnten wir uns das Ganze mit dem Kabel und den ganzen Rimpümpel sparen. Was natürlich auch ganz geil wäre, weil so... ah, jetzt ist Nacht. Jetzt ist Nacht. Okay, oben haben wir Licht. Und unten... unten ist sowieso extrem hell. Die Ecke da hinten ist noch etwas dunkel. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Haben wir hier irgendwo Leitungen? Ja. Die werden wir hier... verlängern. Ja. Die verlängern wir.
Denn das Eck war jetzt einfach nur dunkel. Und das kann dann nichts. Zack, und da bauen wir noch so eine Kreuzung rein. Sofern er will. Er will halt nicht immer. Komm schon, dankeschön. Und wir sind jetzt hier. Dann könnten wir... Ja, wenn wir hier eine Steckdose platzieren, würde gehen. Das heißt, wir brauchen noch schnell Lampen. Das ist... Ja, gehen wir schnell ein. So, das ist die Nummer 195. Und jetzt haben wir wieder Lampen, das passt. So, hier sind wir hier und dann würde ich sagen, wir bauen sie da an. Noch besser würde es mir im Eck gefallen, ist diese Säule hohl, ja. Man kann es auch in der Säule einbauen, aber ne, am besten komplett am Eck. Ja, machen wir dahin. Machen wir dahin. Dann sollte es alles wirklich schön ausleuchten. Einschalten. Kabel ist auch nicht lang. Okay, cool. Haben wir diese Ecke auch schon beleuchtet? Haben wir hier auch Leitung? Nope. Wäre auch noch cool. Oh, es gibt einfach so viel. Was man machen könnte, ne? So, wo bist du? Aber von der Art her des Verlegens ist das schon kacke gemacht. Also da könnten sie ruhig noch ein bisschen nachbessern. Ich finde es mal nicht so toll, ganz ehrlich gesagt. Weil das ist schon etwas ein blödes Konzept mit den Leitungen. Nee. Das könnte besser geregelt werden. So, wo sind wir jetzt hier? Genau vor der Wand. Wir können eigentlich noch ein Stück nach vorne. Eine haben wir noch. Die nutzen wir auch. Und dann bauen wir hier die Lampe nicht. Nein, die Steckdose bauen wir hier an. Und dann können wir hier oben schön hinter der Säule versteckt die Lampe anbringen. Das ist auch geil. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, Lampe, Lampe und betriebsbereit einschalten. Passt. Gut, dann haben wir schon mal lichttechnisch gut aufgerüstet. Schöne Sache. Und ja, für mich heißt es jetzt in der Zwischenzeit die Lampen färben. Ich werde die schwarz lackieren, denn dann ist das Licht um einiges weniger. Und dann sehe ich auch erst wirklich, was da oben geboten ist, ob es lichtmäßig passt oder nicht. Dann will ich noch, wie schon das letzte Mal erwähnt, die Wand machen. Hier will ich einen Catwalk einbauen, damit wir diese Lücke schließen können. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die Aufzugsplattform nicht genau die Breite hat, wie zum Beispiel zwei Wände. Das wäre schön, könnte man es viel besser einbauen, aber ja, das ist halt so. Und was ich noch machen will, kann ich euch gleich zeigen. Ich will hier eine Dino-Garage bauen. Ich dachte erst schon, ich baue eine Dino-Garage, dann kann ich praktisch das Stromkabel verarbeiten, also einbauen, dass man nichts mehr sieht. Aber so passt das jetzt eigentlich ganz gut. Wir können hier die Dino-Garage bauen. Und wird hier hinten auch eine Tür reinkommen. Ja, das passt. So, hier kommt die Dino-Garage ran, damit man es auch praktisch als Ark-Base nutzen könnten und die Tiere nicht alle im Freien stehen. Schon moderne Base, aber natürlich funktionell sollte sie schon auch ein bisschen sein. Gut, ich würde sagen, das war's für heute und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.